Willkommen zu Star Citizen Arena Commander Version 0.9. Wie ihr sehen könnt, befinden wir uns hier im nagelneuen Asteroiden-Hangar des Herstellers VFG Industrial. Hangar ist jetzt ganz neu dabei. Könnt ihr nur bekommen, wenn ihr auch eine Catalyst habt. Und zwar im Starting Package. Ah nein, bei der Catalyst gibt es den Hangar auch im normalen blanken Schiffspaket dazu. So. Das erste, was mir hier mal aufgefallen ist, wenn ich den Hangar geladen habe, dass hier vieles immer noch nachgeladen werden muss, also an Texturen, an Tessellation-Effekten und ähnlichen, was ich jetzt so bei den anderen Hangars noch nicht gesehen habe. Wobei man auch sagen muss, dass man hier wesentlich mehr Details, wesentlich mehr Texturen und ähnliches zu sehen bekommt. Da schaut hier alles auch sehr, sehr verrostet, sehr alt aus. Liegt aber auch einfach, denke ich mal, mit an der atmosphärischen Bedingung, die man hier hat. So einfach auf einem blanken, leeren Asteroiden. Dass das hier nicht alles so gut hält wie auf einer geregelten Planetenoberfläche. Aber er wirkt schon richtig, richtig geil. Weil hier überall kaputte Kabel, die ein bisschen Funken sprühen. Viel Bewegung. Mit diesen Maschinen, für was auch immer die da sind. Ich vermute jetzt einfach mal, die halten die Decke, damit die uns nicht auf den Kopf fällt. Vor allem mit diesen extrem großen Hangartoren. Weil ich echt gerne mal sehen würde, wie das ausschaut, wenn die sich öffnen. Aber schauen wir uns auch einfach mal oben den Kommandoraum an. Weil der schaut auch richtig, richtig gut aus. Oh oh, da fehlt ein bisschen Öl. Das quietscht alles so ab. So, willkommen im Kommandoraum des Asteroidenhangars. Das schaut alles sehr, sehr zusammengestöpselt aus. Ah, gute alte Panzertape, was würden wir ohne machen? Liegt einfach daran, dass man hier halt natürlich nicht so gut an die Infrastruktur angebunden ist, wenn man irgendwo sich in den äußeren Gebieten aufhält, zum Asteroidenhangar. Da kann man nicht einfach mal schnell ein Reparaturteam herschicken. Da muss man alles irgendwo irgendwie selber machen. Wenn es mit Tape irgendein neues Display hinklatschen ist. Hier passt natürlich der neue Spind super rein, optisch. Beim Revel und York Hangar hat das ausgesehen wie ein Fremdobjekt irgendwie. Aber hier passt er echt gut. Wie man sieht, man hat hier überall die Probleme mit dem Nachladen von Texturen und Oberflächenstrukturen, weil ich glaube, das sollte eigentlich ein Ledersofa sein und da müsste das ein bisschen anders ausschauen. Aber ansonsten schaut das hier richtig, richtig genial aus. Richtig schön stimmig. So ein Schmugglerversteck, Piratenversteck. Was auch immer man für dunkle Geschäfte betreibt. Ist das, glaube ich, atmosphärisch genau der richtige Hangar für euch. Schaut alles irgendwo gebastelt, irgendwo selbst repariert aus. Alles irgendwie gemacht, dass es am Laufen bleibt. Und hier hängt immer wieder mal eine Verschalung weg, hängt schief, fehlt. Ja, ich glaube, Han Solo würde sich hier echt wohlfühlen. Aber das mit diesen unterschiedlichen Ebenen hier, dass man hier runterläuft zum nächsten Landepad, ist schon richtig geil gemacht. Hier gibt es dann natürlich keine Aufzüge für die einzelnen Ebenen, sondern muss eine Leiter erklimmen.
Oh, und an dieser Stelle haben sie es sogar so gemacht, dass man zu leider hingeht nicht mehr F drücken muss, um erklären, sondern er tut das einfach automatisch. Ach, der Boden hier ist wesentlich strukturierter als auf bei den anderen Hangars, da die natürlich alle schön irgendwo der gut besiedelten Welt gebaut wurden. Aber das hier ist ja, schaut teilweise wirklich einfach zusammengestückelt aus Materialien, die man halt irgendwo rumliegen hatte. Alles macht hier auch wirklich die Stimmung in diesem Hangar aus. Das ist alles nicht einfach so geplant irgendwie ausschaut, sondern wirklich zusammengebaut. Hauptsache die Decke fällt einem nicht auf den Kopf. Man hat genug Platz für alles Mögliche. Ne, die noch Konstruktionen oder Baukonstruktionen, die so ein bisschen zusammenfallen. Irgendwie müssen die Steine, glaube ich, auch besser aussehen. Ja, bei dem Hangar müssen sie noch ein bisschen nacharbeiten, glaube ich. Was Technik angeht, aber Optik? Ne, das passt. Das ist richtig, richtig gut geworden. Hier hätten wir gleich mal einen kaputten Schutzpfeiler. Oh oh. Irgendwann kommt uns, fällt uns noch der Himmel auf den Kopf. Okay, man hat wirklich die oberste Ebene ist die Hauptebene, wo auch der Kommandoraum oben mit dabei sitzt. Und alle anderen Ebenen fallen zur Seite hin ab. Dann hier noch seine Einsitzer. Noch hier fehlen irgendwie, oder? Ne, diesmal sind die Texturen schon da. Das letzte Mal haben hier auch noch die Totaltexturen gefehlt und sah alles ein bisschen matschig aus. Was es hier auch noch tut. Also auch noch nicht alles nachgeladen. Ja, ich glaube, es liegt einfach daran, dass das hier doch sehr, sehr, sehr viele Details zu sehen sind. Und dass jetzt die 3 GB von der 87T nicht mehr ausreichen. Ja, Leute, wenn ihr euch eine neue Karte kauft, Grafikkarte kauft, schaut, dass ihr mindestens 4 GB habt. Ich habe schon jetzt von Very High auf High runtergestellt, hat nichts gebracht. Optisch passt hier echt eine Freelancer richtig gut rein und eine Cutlass. Na gut, eine Hornet, die kann man hier auch noch gut reinstellen. Aber alles andere schaut irgendwie viel zu sauber, zu zivilisiert aus irgendwie, als dass das hier wirklich reinpassen würde. Ja, gerade so Schiff aus der 300D-Serie ist irgendwie, fühlt sich ein bisschen fehl am Platz. Auch eine Constellation. Okay, ich sag mal, eine Taurus, Andromeda oder Aquila, die könnte man hier vielleicht noch vertreten, aber eine Phoenix, gerade wenn man weiß, wie die innen ausschaut, passt hier irgendwie gar nicht mehr rein. Optisch zumindest nicht. Na, die muss schon in ihren Revel und York Hangar. Und wenn das so machen, haben die was richtig, richtig Feines gezaubert. Zumindest für die Piraten und Schmuggler unter euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr noch was Bestimmtes sehen wollt, schreibt es mir einfach in den Kommentaren, wenn ich irgendwas besser machen kann, anders machen kann. Gerne einfach dazu schreiben. Bin für das Feedback dankbar. Und wünsche euch noch viel Spaß mit Star Citizen. Und knallt ein paar Leute ab. Bis zum nächsten Mal.